Ja, jetzt haben wir hier den Nabil, unseren Mannschaftsarzt. Okay. Nabil, wir haben eben gesehen, der Andrzej musste vom Platz getragen werden wegen Spielunterbrechung. Hast du schon die erste Diagnose? Ja, wahrscheinlich ist eine Innenbandzerrung, Innenbanddehnung. Abwarten. Morgen können wir mehr sagen, wenn der MRT läuft. Wir haben morgen 13 Uhr einen Termin und dann werden wir ja in meine Klinik dann das durchführen. Haben wir eine Chance oder eine Hoffnung, wenn es Innenband ist, dass wir nächste Woche den Andrzej wieder auf dem Spielfeld sehen können? Nein, das glaube ich nicht. Das wird erstmal pausieren. Ja, wir haben die Fälle immer, das muss man denen ruhen lassen, Innenband, Gott sei Dank, wenn es auch zerrissen ist, dann muss er nicht operativ angehen, aber 4 Wochen, 6 Wochen ist Pause angesagt. War das jetzt das Knie, wo der Andrzej immer schon Probleme hatte? Nein, das Gott sei Dank nicht. Das war das rechte Knie, die ist jetzt dieses Mal. Und letztens hat er immer mit dem Kniescheibenproblematik und das linke Knie meistens mehr als. War aber kein hartes Foul, war eher unglücklich, oder? Das, ja, wie das aussah von außen her, das sah so aus, dass er hängen geblieben mit dem Gegenspieler und das Knie im das Unterschenkel weggekommen und das passt zum Verhältnis, diese Verletzung und was dazu führt. Okay, dann drücken wir die Daumen, wünschen dir eine glückliche Hand morgen früh und gute Besserung dem Andrzej. Ja, vielen Dank, Herr Chris. Bis bald. Ja. Das Interview, du bist dran.